Das erste Spiel, was wir spielen, heißt The Floor is Wet. Ich bin eine Putzfrau? Your task is pretty simple. An incident. But don't worry. We have already eliminated the aftermath of the incident. You just need to clean everything here and we will pay. Okay, ich kann hier nicht durchgehen. Ich muss geradeaus. Ich kann hier schön sauber machen, okay. Das Problem ist, zum sauber machen muss ich so auf den Boden gucken. Wobei, nee, muss ich nicht. Irgendwie macht er nicht vernünftig sauber. Aha! Okay. Ich habe Angst bekommen vor diesem scheiß Ständer da hinten. Wet floor, okay. Nicht ausrutschen. Okay, hier ist nichts. Crime scene, do not enter. Was zur... Ach, das ist Blut, das ich entferne. Hier ist mir ein bisschen dunkel, aber hier ist direkt eine Wand, soweit ich das richtig sehe. Da will ich irgendwie nicht lang. Voila, nein. Bitte nicht! In den Rohren ist irgendwas. Mach schnell. Mach schnell. Okay. Schnell weiter. Einfach weiter. Nicht reden. Einfach weiter. Einfach weiter, Hamid. Einfach weiter, Hamid. Sauber machen. Entspannt sauber machen. Ist doch alles entspannt. So. Wir haben hier fast alles sauber. Oha. Wie hartnäckig ist das? Vielleicht muss ich das hier jetzt auch noch sauber machen. Yo. Okay, dann überspringen wir das erstmal fürs Erste. War, habe ich hier nicht sauber gemacht, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, gerade geht nichts mehr sauber. So, warum ist es hier dunkel? Kann man irgendwer... Können wir das Licht hier nehmen? Können wir nicht. Nice. Dann gehen wir einfach random ins Dunkle, würde ich mal sagen. Mhm. Hier sieht man wieder ein bisschen was. Sehr schön. So, putzen ist kein Job, für den man sich schämen sollte, okay? Ich will aber keine Putzfrau sein irgendwie. Vor allem nicht hier, Digga. Ich mein Putzmann, yo. All right, your job is done. Ja. Thank you. You will be paid on the upper floor, so please, follow back to the elevator and get up. Easy. Ich hab's geschafft. Ich muss einfach nur in den Fahrstuhl gehen. Hä? Okay. Oh mein Gott. Schnell. Was zur Hölle? Warte mal, hä? Hello, thanks for accepting our request. Your cleaning company was recommended to us as the best cleaning company in say. Your task is pretty simple. There was an incident. Was das?
But don't worry. We have already eliminated the aftermath of the incident. Ich hab's einfach geschafft. You just need to clean everything here and we will pay to you. Ich hab's einfach geschafft. Ich glaube, ich hab's einfach perfekt gemacht. Und dass man sonst sterben kann. Weil ich habe das Spiel jetzt durchgespielt. Warte mal, wenn wir uns die Enden der anderen angucken. The floor is wet. Guck mal hier. Ist da so ein Monster? Ich habe es einfach durchgespielt, ohne das Monster zu sehen. Wie gut. Welcome to the... Thank you. I don't want it. You know, I want... Cleaning company and you... ...to you. Just try to do it as quickly as possible. And... But immersive the place, and I feel like okay. But I don't want to go up the elevator yet because last time nothing happened. It was kind of disappointing. Ah, er sagt auch, es ist nichts passiert. It said it's a horror game. I want some scariness. Okay. Er hat auch gefragt, warum war es nicht gruselig? Okay. I definitely heard something. Aha. That okay. I'm gonna say that actually scared the crap out of me. I was not expecting. Ah, deswegen Ending so und so. Es gibt drei verschiedene Enden, die passieren können. Und an einem Ende wird man verfolgt. Aber da wir es einfach geschafft haben, verpisse ich mich aus dem Spiel. Ist mir egal, ob ihr euch darüber aufregt oder nicht. Ich spiele kein Spiel freiwillig ein zweites Mal, damit es gruseliger wird, okay? Seid mal lieber stolz auf mich, dass ich es direkt geschafft habe. Team Tomoneko. Wie kann so ein süßes Team ein Horrorspiel entwerfen? Da war eine scheiß Katze als deren Logo. Was für ein Geräusch? Hört sich an wie ein Furz. Oh nein, Digga, es fängt schon gruselig an. Rosswood Park, okay. Ist es eine Werbung für den Park jetzt quasi? Reopen now, okay. Digga, diese VHS-Rekorder sehen so gruselig aus, wenn man die für Horror-Sachen benutzt. Guck mal, es ist gerade voll die happy Musik, voll die happy Stimmung. Einfach ein Wald bei Tageslicht. Trotzdem gruselig. Ist das eine Ameise? Was zur... Welcher Wald macht Werbung mit einer Ameise? Es ist nicht so, dass man sich denkt, oh, eine Ameise, den Wald gehe ich besuchen. Was zur... Ey, timeoutet den. Einer schreibt, damit spielst du mal wieder FIFA. Wir haben gerade 3 Stunden FIFA gespielt. Was so? Let's go, Chen. Oh nein. Gebt euch die Grafik, Digga. Na. Warum gehen wir nicht auch, wenn... Oh nein, Digga. Ich steuer das gerade. Oh mein Gott. Was ist das für eine gruselige Kamera, durch die wir gucken müssen? Okay, ich denke mal, wir gehen erstmal... Wir können hier nicht hoch, oder? Können wir hier auch hochgehen? Oh nein, wir können hier auch hochgehen. Okay. Ich denke mal nicht, dass Slenderman direkt hinter uns ist. Das wird keinen Sinn ergeben. Gehen wir mal einfach den Weg entlang. Für die, die Slenderman nicht kennen, in Slenderman sammelt man Sachen. Im ersten Teil sind es Zettel. Und wenn du alle Zettel gesammelt hast, dann kommst du frei. Ich gehe mal davon aus, dass es hier auch so ist. Okay, hier ist eine Karte. Das sieht sogar echt gut gemacht aus, muss man sagen. Ist hier im Müll vielleicht irgendwas?
Oh mein Gott, man kann zoomen und rauszoomen. Nee. Was ist LMB Chat für eine Taste? Left Mouse Button, oder? Einfach klicken, glaube ich. Guck mal, wie man zoomen kann, Chat. Oh mein Gott, wie gruselig, Bro. Das ist echt sehr realistisch gemacht. Also W an die Entwickler, aber L an mich, der da spielen muss. Ich rede auch gerade so vor mich hin, weil ich nicht leise sein will, weil ich sonst mehr Angst bekomme. Aha, hier muss eigentlich irgendwas zum Sammeln sein. Die Wahrscheinlichkeit wird auch höher, dass Slenderman bei uns ist, wenn wir mehr Zettel gesammelt haben. Das heißt, jetzt gerade können wir, glaube ich, chillen. Als ob hier nichts ist, Bro. Da, aha, ich wusste es doch. Page 1. Und merkt ihr, wie die Musik direkt drastischer wird, dramatischer? Das liegt einfach daran, dass wir jetzt endlich was gefunden haben. Und das aber nicht gut ist, weil wir jetzt den Slenderman viel näher sind. Oh nein. Ey, Chat, yo. Stand da, von wie vielen wir den Zettel gefunden haben? Also eins von irgendwas? Man kann auch sprinten. Eins von acht, okay. Aha! Da ist der nächste. Wir müssen mal testen, wie lange man rennen kann. Wir sind eine Frau, hört ihr dieses Atmen? Tönt mich irgendwie ein bisschen an. Okay. Wir sind sogar langsamer geworden, glaube ich. Einfach weitergehen. Wir haben 2 von 8, komm schon, Hamid, das schaffst du. Sei ein Gamer! Ich habe Angst, mich umzudrehen. Ich will mich nicht umdrehen, aber ich will auch irgendwie. Okay, nichts da. Alles gut. Einfach den Weg entlang. Mhm. Ich sehe was. Zoomen wir mal. Willst du? Ah, doch. Sieht aus wie so ein dickes Rohr. Muss ich da durch? Oh nein. Hier könnte aber gut ein Zettel irgendwo drin sein im Innern. Hauptsache, man kann am Ende durchgehen. Das ist das Wichtigste. Aha. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht ein Zettel. Da ist ein Zettel. Let's go, Chat. Hier will ich mich nicht umdrehen, Bro. Ich will aber. Okay, alles gut. Aha, da leuchtet irgendwas. Da gehe ich hin. Was ist das? Erinnert mich danach, dann zurückzugehen. Weil ich glaube, der Weg hier ist nicht der richtige. Das ist ein kleines Haus, okay. Das ist gut. Da drin kann natürlich auch irgendwas sein. Ich weiß nicht, ob der Slenderman in Häuser rein kann, weil das wäre irgendwie auch ein bisschen unfair. Weil ich wäre dann ja quasi gearscht.
Checkt ihr, was ich meine? Weil wenn er hier wäre, dann bin ich ja tot, instant. Also eigentlich müsste ich schnell raus, aber... Ich will mich auch umgucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier mehrere Zettel sind. Deswegen möchte ich einmal vernünftig das Ganze durchgucken, wenn ihr versteht. Oh nein, das sieht echt gruselig aus. Die Tür kann man nicht aufmachen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Chat, achtet mal darauf, ob ihr irgendwas seht. Digga, gibt mir so Omet-Vibes. Der hat auch meine Toilette angepinkelt, der Wichser. Ich habe Angst rauszugehen, ich schwöre auf alles. Jetzt gerade habe ich richtig Angst. Ich fühle mich gerade beobachtet. Hier raus. Ich habe das Gefühl, der ist drinne, der Typ. Ich weiß auch gerade leider nicht, wo ich bin. Das heißt, ich gehe gerade ein bisschen blind. Hier könnte auch irgendwo ein Zettel sein. An diesen Dingern hier. Ist hier eine Öffnung? Kann man hier rein? Ja. Das schaut gut aus. Ich sag aber, wir haben uns so ein bisschen verlaufen. Wir müssen irgendwie zurückfinden. Dann, aha. Page 5, noch 3 Pages. Jetzt wird's aber sehr, sehr heiß, Chat. Jetzt könnte der Typ hinter uns sein. Ich drehe mich nicht um. Okay, jetzt müssen wir noch 3 verschiedene Stellen finden, an denen wir noch nicht waren. Okay, er ist noch nicht da. Ich muss eigentlich zurück, Chat. Real Talk. Ich muss eigentlich zurück. Weil der Weg, den wir jetzt gerade lang gehen, ist, glaube ich, derselbe wie davor. Also ich glaube, wir gehen gerade auf den alten Pfad zurück, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn dem so ist, Digga, dann sind wir ein bisschen gearscht. Ja. Wobei. Warte, nee, wir haben das Licht gesehen und da wollte ich nach rechts, genau. Jetzt nach rechts. Oder? Ich glaube, man soll gar nicht nach rechts. Hier ist gar kein Weg nach rechts. Amenako, da ist er. Ja, Maniak. Sprint, schnell. Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Ich kann nicht mehr sprinten. Nice. Also eigentlich gar nicht nice. Warum kann sie auf einmal gar nicht sprinten? Was so... Ich will mich nicht umdrehen. Ist es gut, wenn ich mich umdrehe oder nicht? Also wir dürfen jetzt nicht nach links gehen. Ich muss es mir merken. Hier rein und dann nicht nach links. Nicht auf ihn gucken. Okay. Dann habe ich es jetzt gerade schlecht gemacht. Ich habe das Gefühl, die Kamera wird schlechter, yo. Oder ist es unsere Taschenlampe, die langsam ausgeht? Ich hoffe nicht. Warum? Was zur Hölle? Ich habe ihn nicht mal gesehen. Ich habe aber ein Warnsignal bekommen. Oh nein, wir gehen gerade den Weg komplett zurück. Aber ich kann gar nicht in die andere Richtung. Ich werde vom Spiel so ein bisschen gepresst. Einer schreibt, er ist hinter dir. Ach was, Sherlock. Ich weiß, ich pisse mir gleich in die Hosen. Komm, Hamid. You got this, Bro. 5 Stück. Es fehlen noch 3. Wir brauchen eigentlich einen anderen Weg. Ich gehe mal durch den Wald, auch wenn es ein bisschen Abfuck ist. Und eklig. In Hoffnung, irgendwas zu finden. Irgendeine Stelle, an der wir noch nicht waren. An den Tunnel waren wir schon, für die, die gerade fragen. Oh nein. Zaun ist gar nicht gut.
Zaun, ich sehe Zaun. Mein Licht flackert. Ey, wir sind gerade so krass umzingelt. Wenn er jetzt kommt, sind wir gefickt. Ich höre LKWs. Real Talk, wenn er jetzt kommt, sind wir ein bisschen gearscht. Okay, sollen wir anscheinend nicht lang. Wenn er jetzt kommt, sind wir gearscht. Wir haben original, wir können nach vorne und nach hinten. Ich hätte nicht durch den Wald gehen sollen. Oh, das sieht aber gut aus. Oh, hier gibt's aber kein Ding. Wenn er jetzt kommt, sind wir gearscht. Komm schon. Hier muss irgendwo ein Zettel sein, oder bin ich dumm? Hier muss doch ein Zettel sein. Komm schon, Bruder. Tu mir das nicht an. Als ob hier kein Zettel ist, Chat. Okay, ich gehe zurück. Schreib mal rein. War da wohl ein Zettel? Drück H. Warum? Ach, H zum Verstecken. Ich drücke H, es passiert gar nichts. Es passiert original gar nichts, Chat. Was wollt ihr von mir? Ach, Digga, nur das Bild ist jetzt weg, Digga. Meine Tasten. Nice, Chat. Das hat nur die Tasten weggemacht, Digga. Nice. Chat mal wieder unnormal clever. Bro, ich bin lost. Ich dachte, das wäre der Kurz, Digga. Das war einfach nur ein Baum. Soll ich lang? Hier waren wir schon, wir müssen wieder zurück. Aber hier war der Slenderman in der Richtung. Okay, wir gehen wieder durch den Tunnel. Auch wenn wir da schon waren. Ich hoffe auf eine Abzweigung, die wir noch nicht genommen haben. Check den Chat. Ich hoffe, man kann nach links gehen oder so. Warte mal, wir sind letztes Mal den Weg andersrum gegangen. Fällt mir gerade auf. Wir können nur in eine Richtung. Vom Weg her. Ey, ich sehe kaum was. Bin ich dumm oder wird es immer schwächer, das Licht oder die Kamera? Ich will meine Taschenlampe halt nicht ausmachen. So, ich sehe es nicht ein. So, ich könnte auch so rumlaufen. Ach, meine Taschenlampe ist auch einfach schon aus. Nice. Ja, ich kann jetzt so oft F drücken, wie ich will. Seht ihr? Es macht einfach kaum mehr was aus. Ich lasse erstmal aus, vielleicht lädt es dann auf, Chat. Hört sich zwar unlogisch an, aber... Ja, man sieht halt echt gar nichts. Ich muss so auf den Boden schauen, so. Ey, das war's, Chat. Ich hab verkackt. Ich sehe einfach absolut gar nichts mehr. Ich kann auch nicht warten, bis es hell ist oder so. Das war's. Also selbst wenn der Slenderman jetzt hier wäre, ich würde ihn einfach nicht sehen. Checkt ihr? Ich sehe nichts mehr. Game over, Bro. Game over, Bro.
Game over, mein Bruder. Was ist denn das hier? Ist einfach Holz oder was? Ich, oh ja, Digga. Das ist ja so Arsch, Digga. Du musst neue Akkus finden. Ich zauber mir mal kurz neue Akkus. Danke aber für den Tipp. Wie soll ich Akkus finden, ohne irgendwas zu sehen, Bro? Ich kann Real Talk nur nach links gucken, weil da keine Bäume sind. Sobald irgendwie Wald ist, hier gar nichts mehr. Das war's. Digga, das ist jetzt gerade einfach. Ich bin nur noch Futter für den Slenderman. Seht ihr noch irgendwas? Ich sehe absolut gar nichts. Bro, ich drehe mich um. Ist er hinter mir? Nee, ist er nicht. Guck mal, man sieht keinen Unterschied, wenn ich jetzt die Taschenlampe andrücke. Mach mal das Licht weg, vielleicht sehe ich es dann besser. Ich sehe Real Talk ein bisschen besser jetzt. Okay, Taschenlampe ist aber komplett leer. Schade. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Ich wollte gerade mein Game Mode ändern, damit ich mehr sehe. Ich sehe gar nichts mehr. Ah, okay. Ey, das ist wirklich einfach nur noch warten, Chat. Auf den Slenderman. Ich laufe auch die ganze Zeit außen rum. Ich muss wieder rein in das Game. Wo bist du, Slenderman? Slenderman. Digga, der Brief verfolgt mich gar nicht mehr. Ich bin sicher, er hat Mitleid mit mir bekommen. Er sieht mich auch nicht, wenn meine Taschenlampe aus ist. Easy, Bro. Nice Taktik. Meine Taschenlampe ist leer, er kann mich nicht mehr sehen. Ey, ich schwöre, warum konnte ich diesen Pac-Man nicht nehmen? Das wäre nice gewesen. Hier ist irgendwas. Ach, hier waren wir am Anfang. Da ist irgendwas, seht ihr das? Da glitzert irgendwas, Bro. The fuck ist das? Was glitzert da? Bin ich stupid, Bro? Das ist ein Haus. Ich mach grad alles richtig. Komm schon, hier muss irgendein Zettel dran sein. Polizeiauto, Polizei! Bitte! Entschuldigung! Hilfe! Kein Zettel dran, fuck. Dann ins Haus rein. Let's go. Ich sehe nichts, Bro. Ja, nice. Nice Haus. Aha. Könnt ihr mehr sehen, Chat? Ich weiß es nicht. Ich muss hier im Dunkeln tappen. Man muss einen Code eingeben, Bro.
Stand da irgendwo am Schreibtisch ein Code? Da muss am Schreibtisch einer stehen. Hier. Force End Passwort. WLAN. Nein, Mann. Ein Vierer-Code irgendwo. Bro, willst du mich verarschen? #637 Spam #S. Digga, der kommt doch jetzt hier gleich rein, Mann. Was soll der Scheiß? Wie unkorrekt. Hier ist kein Vierer-Code. Helf mir, Chat. Oben das linke Orange. Pass. Nee, da ist kein Vierer-Code. Bro, the fuck, Digga? Weird call. Ne. 421-4220. Maybe das? 4220 einfach? Fuck, was war da noch, Chat? Hier stand irgendwas mit Spam. Hier, 444 oder 4443. Okay. Digga. Ich sehe nichts. Wo ist der scheiß Code? Ach, Digga, ich bin schon wieder komplett falsch. Digga, wie kann man hier hängen bleiben? Aha. Was? Ey, die random Zahlen schreiben, Timeouten, Mods. Alter, das sind doch die unkorrektesten. Secondary line. If Justin calls back, give him my phone #. Arschcall, Bro. Ich brauch den scheiß Code. Ich brauch den scheiß... Das Gute ist, ich habe das Gefühl, wir werden hier nicht angegriffen. Das Slenderman lässt uns in Ruhe. Aber wir brauchen den Code. Ohne den kommen wir nicht in diese scheiß Tür. Okay? Und der muss doch hier sein, oder bin ich dumm? Was ist das denn? 421-4220. Secondary line. Also sind Phone #. If Justin calls back, give him my phone #. Da, Parklife 3303 maybe. Maybe, maybe, maybe. Das wäre zwar sehr weit weggeholt, aber Digga, wir müssen jetzt alles ausprobieren. Was ist der Code? Warte. Ach Digga, was? Der wird gebannt, Digga, kurz. Ja, aus Prinzip Bann. Ey, vielleicht auch von jedem Ding eine Zahl, Chat. Wisst ihr, wie ich meine? So. 1. Okay, hier ist nichts. Ah, andersrum. #. Hier 2,
Also zwei, maybe. Multiple Call. Two oh one AM. Warte mal, heißt das vielleicht von jedem so ein Ding? Die erste Zahl. Pass Rosswood 6. 6. 6. 3. 6, 6, 3. 2, 4. Nee, das ergibt keinen Sinn. 6, das sind so viele Zahlen, oder? Das wären zu viele Zahlen. Ich finde 4220 hätte Sinn ergeben. Das ist echt schwer, Mann. Guck mal, hier steht einfach Justin wie mein Cutter. Justin! Ah! Rosswood 67. Bro, I need help, bro. Das Ding ist, es ist auch kein Gamer im Chat, Digga, der besser ist als ich. Ich bin einfach der Alpha-Gamer hier an Dingens, weil keiner es herausfindet. Hamed guckt YouTube, vertraue Cap. Ja, Digga, du weißt es auch nicht, ne? Ich ruf mal meinen Bruder Nile an, Digga. Das ist der Alpha-Gamer. Der Alpha-Alpha-Gamer. Okay, ich muss kurz stoppen, Digga. Ich habe Angst zu sterben währenddessen. Telefon-Joker-Chat. Wenn der rangeht, wäre krass. Leckt der Stream-Chat? Weil für mich leckt das so ein bisschen. Damit erst 6 Uhr. Bro, sein Schlafrhythmus ist schlimmer als jeder andere. Er pennt. Ich glaube, er pennt, Chat. Er geht nicht ran. Der gewünschte Gespräch. Fuck. Das wäre der perfekte Ding gewesen. Ja, ein bisschen. Ah, es laggt für euch wirklich ein bisschen? Das liegt an einem Spiel. Okay, jetzt gerade nicht. Warte mal, wenn wir alles Medium machen oder Low. Was, wenn wir das hier aufmachen? Ja, ich dachte, wir sehen dann vielleicht besser. Jetzt laggt es aber nicht mehr so, oder? Doch, es laggt in der Cam. Also für mich ist das flüssig. Mein Schild, das leckt nicht. Ah, sieht für mich so aus, bisschen. WLAN Rosswood Parklife 3303. Wieso ist es denn nicht einfach 3303, ihr Wichser? Oder vielleicht Zahlen, die bei jedem dabei sind? Okay, wir haben hier 673303. Wir haben hier auch 673. Also 673. Wir haben hier wieder 3, 2, 2, 6, 7, 3, 2. Oder das ist so weit hergeholt, Bro. Ich sehe ehrlich mehr. Ey, das war so clever. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Ey, let's go, Chat. Die Quali runterzustellen ist manchmal einfach cleverer. Ha. Alter, wie gut.
6374, Baby. Ey, Digga. Irgendwas übersehe ich. Also ich muss doch. Spam Hashtags. Spam Hashtags, Bro. Okay, irgendwie dachte ich. Chat, ich dachte, das wär's jetzt. Ich hab ehrlich Hashtags gespammt. Ich dachte, ich hab die Antwort. Weil guck, hier stand noch irgendwas. If Justin calls back, give him my phone. Hashtag. Spam Hashtags. Was soll mir das sagen? Multiple Calls 6-172.01 Multiple About an animal stalking camp or someone handle please. Vielleicht die Einsen weg, dann hätten wir 6720. Fuck! Help! Help! Sind auch... Nee. A, B, C, D, das ist 8, H. E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, 5. L ist schon zu weit im Alphabet. Das wäre krass gewesen. Rosewood macht auch keinen Sinn. Spam Hashtags. Digga, das ist so. Warum steht da Spam Hashtags, Bro? 637 und dann nur Hashtags? Ich hole jetzt gerade ganz weit raus. 3, 4, 5.
krass gewesen. Wir müssen raus. I swear to God. Wir müssen raus. Komm, Bitch. Hier muss doch vielleicht irgendwo ein Zettel sein dafür. Okay, ein paar Scheiben 3713. Einer hat geschworen. Der wird gebannt natürlich, wenn er davon labert. Ich schwöre, war richtig. Oh mein Gott, was zur Hölle? Was zur Hölle? Digga, wie clever, kann der mal erklären, wo, wie? Hoffentlich kommt der Typ jetzt nicht rein. Missing Child. Wir sind weitergekommen als der Mexikaner, yo. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt irgendwas lesen sollen. Aber was bringt mir das denn jetzt? Hier muss doch ein Zettel sein. Oder soll ich mir in so eine Kassette reinschieben? Das kann doch nicht sein. Ich verarschen? The Life of Alabama. Bro, hier muss ein Zettel sein, Chat. Hier muss. Für was sonst wäre man denn hier reingekommen? Wisst ihr, wie ich meine? Bro, hier. Hier muss doch ein Zettel sein. Hm? Als ob nicht. Hang in there. Als ob hier kein Zettel ist, Chat. Ehrlich MVP gewesen im Chat, aber es hat uns leider absolut anscheinend gar nichts gebracht, Digga. Wie dumm. Aber wie dumm wäre das denn vom Spiel? Ich glaube immer noch, dass hier irgendwas ist. Ich kann es nicht fassen, dass hier gerade... Aha. Oh, wir haben Schlüssel zum Auto. Ich schwöre auf alles. Allahu Akbar. Wo ist das Auto? Ich kann gerade nicht sprinten. Ich gehe nicht raus. Ich bleibe hier drinnen. Ist mir egal. Ist er da? Solange ich nicht sprinten kann, gehe ich nicht zum Auto und bleib erstmal hier. Hinter dem Tisch. Da kann man diese Tricks machen mit. Wenn er links läuft, laufe ich rechts. Okay. Jetzt sollte ich wieder sprinten können. Und. Allahu Akbar. Schnell. Komm, Yallah! Mit Farschi? Wie? Schnell rein! Bitte. Pack mich nicht. Pack mich nicht, Bruder. Ey. Ich hab doch gerade die Schlüssel genommen zum Auto. Oder bin ich gerade dumm? Von was habe ich gerade die Schlüssel genommen? Von Vehicle. Das heißt doch Auto. Ich müsste doch jetzt das Auto fahren können. Es gibt zwei Autos, niemals. Kofferraum? Könnte sein. Guter Call. Maybe Kofferraum. Sei nicht hier. Bitte. Ne. Scheiße. Gibt es noch ein zweites Auto? Fragezeichen. Bitte, du bist leider für Link immer gedingst. Digga, mein PC bricht safe ab. Einer muss mir einfach sagen. Ich guck mit Handy.
Ich guck kurz ins Handy-Chat. Absolut keine Ahnung, wie auf die Zahl gekommen ist. Ah, die stand hinten an der Hauswand, Chat. Die hätten wir jetzt aber niemals mehr gesehen, weil wir keine Taschenlampe mehr haben. Deswegen. Da ist noch ein zweites Auto, ja. Okay. Da ist noch ein zweites Auto, wo wir die Schlüssel jetzt für haben. Wir müssen jetzt aber noch die anderen Dinger hier finden. Leider haben wir keine Taschenlampe mehr. Und ich habe keine Reiswaffeln mehr. Kommt gleich ein Auto, da ist auch ein Zettel drauf, ist das Gute. Jetzt darf nur nicht der Slender vor uns auftauchen. Sonst haben wir ein gewaltiges Problem, weil wir müssen hier lang. Ich wünschte, meine Taschenlampe wird noch funktionieren, ja? Da ist ein Auto, oder? Ja, da ist das Auto, Chat. Let's go! Wir können es aber noch nicht benutzen, soweit ich weiß. Das ist aber unser 7. Zettel. Ich versuche drauf zu klicken. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ja. Ich könnte es nicht benutzen, aber es ist Zettel Nummer 7, Chat. Ein einziger Zettel, der noch fehlt. Ein letzter Zettel. Oh, mein Appel! Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Wir müssen wieder zurückgehen. Slenderman lässt uns nicht, der Bruder. Einsteigen. Ich muss aber wieder zurück, ist das Problem. Was, wenn ich mich umdrehe? Ist er da noch, ne? Was, wenn wir durch den Wald gehen? Ist das eine Möglichkeit? Und dann so quasi nach links. Das probiere ich jetzt mal. Das Problem ist, wir gehen jetzt genau dahin, wo das Slenderman vorher war. Nur einfach quasi ums einmal gedreht. Ich weiß nicht, ob das so eine clevere Taktik ist. Ich möchte unbedingt da lang. Ich habe das Gefühl, da geht der Weg weiter. Dass der Slenderman uns einfach blocken will, wenn ich check, was ich meine. Ist hier wieder Weg? Hier ist wieder ein Weg? Oh Gott, hier ist wieder ein Weg. Och nein. Das ist aber wieder dieses scheiß Ding. Also wir waren hier schon. Nah, fuck, Bro. Das Problem ist, wenn er jetzt kommt, sind wir halt gearscht. Ah,
Aber wo? Wo? Vitamin D, Hilfe! Bro, geh da nicht rein. Wo? Muss mir helfen. Google gerade, chill. Ich hab Angst vor Slenderman. Ich will nicht, dass er kommt. Chill, Slenderman, okay? Ab hier ist Grenze. Siehst du das hier? Grenze. Verstehen du? Okay. Vielleicht kommt er auf korrekt nicht, während ich hier bin. Das wäre nice. Bei dem geht er ganz nah dran und dreht sich um. Und der ist da. An diesem gelben Sein. Hä? Was? Bei dem, der geil geht, ganz nah dran, dann dreht er sich um und der ist da. Ja, das ist doch nicht gut, oder? Okay, nice. Bei mir hat Slenderman gecheckt. Jetzt wird's grenzenlos. Für mich ist das so richtig, Digga. Hier muss eigentlich was sein. Der Weg, den man gehen muss. Der war irgendwo hier, ich schwöre. Habt ihr das gehört? Ich gehe. Hier lang. Hier ist Weg. Ey, wo muss ich lang? Hier rechts, maybe irgendwie? Statt durch diesen Gullideckel? Manche meinten ja, ich habe die Herrentoilette vergessen. Dann let's check out the Herrentoilette. Ich glaube nämlich, da sind die Toiletten, wenn ich mich recht entsinne. Oder vielleicht da dran? Ich glaube irgendwie kaum, aber lass mal abchecken. Nee. Amanakum, er ist da, wir sind tot. Ich bin Sackgasse, Chat. Ich bin tot. Walla, ich muss rückwärts rausgehen. Verpiss dich, du Hundesohn. Oh mein Gott. Gerettet. Einfach reingehen. Herrentoilette vergessen. Das ist doch die Herrentoilette. Ich habe hier gar nichts vergessen, Digga. Der darf nicht rein. Okay, er ist hier nicht. Frauentoiletten waren wir, Bro.
alles einmal genau abgecheckt. Hier war nichts. Hat schon ein Zettel am Stein? Ja, 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 safe. Showers. Vielleicht hier? Illuminati, oh mein Gott, Bro. Showers. Hier, alles für Frauen, Bruder. Warte mal, es gibt zwei Seiten jeweils, Chat. Ich check's erst jetzt. Ich dachte immer, das wäre dasselbe quasi. Checkt ihr, was ich meine? Es gibt hier vier Räume quasi. Hier ist auch noch mal ein anderer Raum, Bro. Für Männer. Okay, das heißt genau dasselbe ist auf der anderen Seite auch. Ich war's immer nur in drei Räumen. Okay. Let's check out die anderen zwei. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt kommt. Weil ich weiß, der kann in den Raum. Der kann in diese Räume. Ich habe es irgendwo gesehen. Wir gehen jetzt mal rechts lang. Ist hier Männer oder Frauen? Männer. Ich glaube, das meintet ihr. Bitte. Ahmed. Na, fuck, Bro. Hier ist nichts. Leicht enttäuschend. Nicht nur leicht, dick enttäuschend sogar. Ich glaube, das war der Raum, den wir nie abgecheckt haben. Okay, das ist der letzte, den wir abchecken müssen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, hier waren wir schon. Ah, wir sind auf der Frauentoilette, Jungs. Ah. Ich gehe raus, Bro. Leider L. Um die Toiletten herum gehen, maybe. Guter Call. Maybe so irgendwo an der Wand. Könnte schon sein, weil es gab ja auch immer Öffnungen in dem Ding. Aber das könnte aber auch einfach nur heißen, dass der da drin ist und dass man mehr Möglichkeiten hat zum Flüchten. Checkt ihr? Guck mal, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn jetzt hier irgendwo bei den Bänken so ein Zettel wäre zum Beispiel. Wird doch so voll Sinn ergeben, fände ich. Hier, so ein Zettel hier. Hier mal so ein Zettel. Guck mal, als wir hier gechillt haben, kam hinter uns der Slenderman. Maybe ist hier irgendwas. Nee. Armin hat uns. Wir sind tot. Wir sind tot. Wo ist er denn? Okay, es ist knapp. Ficky, komm jetzt! 1 gegen 1. Nein, nein, Spaß, 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 Spaß. Hier muss es sein. Es muss hier irgendwo sein. Checkt ihr? Hier hatten wir schon zwar einen Zettel. Warte, macht das überhaupt Sinn, dass es so zwei Zettel an einer Stelle gibt? Das wäre so geil, wenn jetzt hier irgendwo ein Zettel wäre, ne? Ich würde mich so darauf anjacksen. Okay, hier geht man jetzt, glaube ich, raus. Das wäre dumm. Dann hier durchgehen.
Digga, ein Zettel, Bruder. Nein! Hey! Yo! Ich muss hier nach links. In die Sackgasse. Hey, yo, 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 what the fuck? Auf Ernst, ich hab ihn gehört. Habt ihr ihn gehört? Er ist hinter mir. Nein! Ha! Digga, er ist immer da. Wenn man da ist, aber nur. Check dir? Vielleicht ist da irgendwas. So, man soll nicht da lang gehen. Von hier aus können wir vielleicht da lang. Check dir, was ich meine. Oh mein Gott, hier ist Weg. Ahmed, du bist ein Genie. Ich bin ein Genie. Hier ist bestimmt irgendwas. Aha, was ist denn das? Ahmed Loco, neben dem Tunnel ist noch ein Zettel. Hast du den? Fuck no! Ah, neben dem Tunnel? Bitte nicht! Nein, hab ich nicht. Ich hab nur im Tunnel. Oh, wir sind gerade am Haus mit dem Auto. Oh mein Gott. Nee, ich glaub dir bitte mit dir. Warum so früh live fahren Urlaub? Bro, ich weiß nicht, ich hatte mit der Community abgesprochen, wir gehen heute einfach schon um 6 Uhr morgens live. Deswegen hatten wir uns alle getroffen, jetzt einfach 6 Uhr morgens verabredet. So. Das trifft sich ja gut, wenn du in Urlaub fährst. Einfach mal ein früher Livestream, weißt du, so der frühe Vogel fängt den Wurm. So einfach supportive, mal so ein bisschen Macher-Mentalität. Ja, Mann. Mal was anderes, Bro. Alle Streamen mal abends, das ist ein bisschen abfuck, finde ich. So, es gibt so keine, so vernünftig morgens früh streamt. Okay, Tunnel. Digga, ich... Guck mal, genau jetzt will ich unbedingt den Tunnel finden. Aber Chance ist da. Ich finde ihn jetzt nicht. Okay, ich muss da lang. Schon Tunnel, wo bist du? Genau jetzt brauche ich dich. Was passiert, wenn er dich holt? Dann habe ich verloren, Bro. Ach nee, das ist leider nicht der Tunnel. Bin ich falsch rumgegangen? Maybe hinten rum. Ich weiß nicht. So oder so müsste ich den Tunnel finden, wenn ich auf Track bleibe. Das heißt jetzt einfach hier durchgehen quasi. Hier ist das Toilettenhaus, ne? Durch das Toilettenhaus, denke ich mal. Dann den Weg weitergehen. Digga, einfach mal auf entspannt hier lang. Nice. Okay. Jetzt ist wichtig, auf dem Track bleiben. Nein, 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 nein. Alles gut. Doch nicht auf dem Track. Scheiß auf den Track. Scheiß auf den Track. Haben wir etwas eigentlich mit dem Auto, das du dir anschauen wolltest? Bro, da gab es ein Problem und zwar, war der USA-Import
Und das ist ein dickes Problem, weil da kann richtig viel gefuscht sein. Das ist das. Auf alles, Chat. Das ist das Ding. Wir haben es gefunden. Hier an der Seite ist ein Zettel. Bitte, Slender, lass uns in Ruhe. Und dann müssen wir einfach nur noch das Auto nochmal finden. Hier irgendwo. Irgendwo hier. Oh nein. Ich bin stecken geblieben. Ich schwör auf alles, ich bin stecken geblieben. Nee. Ich bin in einen Bug reingefallen. Nee. Ich komme hier nicht raus. Niemals. Wir waren zu... Nee. Nee. Jetzt erstmal. Erstmal vor Giveaway auf jeden Fall Band von mir. Bitte, wir spawnen nicht da drinnen. Oder von Anfang, das wäre richtig dumm. Das wäre mega dumm jetzt. Nice. Das war das erbärmlichste Ende, was hätte passieren können. Ich bin aber stolz auf mich. Wir haben 7 Teile gefunden, Chat. Aber die gute Nachricht ist, wir wurden vom Slenderman nicht gepackt. Jo. Und nochmal laut. Qualität, Digga. Unsere Spardose. Jiggy the Piggy. I only have just one. I need 7 more to complete my collection. Okay. Ah, wir können Musik abspielen. Okay. Okay. Was ist das hier? Bauen Cereals. Ah, Kellogg's. Boah, darauf hätte ich jetzt auch Bock. Und hier, aha, die Cookies. Machen wir mal auf und gönnen uns einen, oder? Ja, da gib ihm mal einen. Aha. Lecker Schmecker. I need milk. Ah, okay. Wo ist denn unser... Ah, da ist unser Kühlschrank. Glaube ich. Aha. Cookie und Milk. Aber irgendwer klopft. An der Tür, denke ich mal. Ja, hier ist ein Spion, das muss die Haustür sein. Keiner. Okay. Machen wir nachkühlen. Okay. Leute. Was warum kommen die mir näher? Wo? Warum kommen die mir näher? Das war ein Traum. Das war ein Traum. Digga, darauf erstmal ein Cookie. Let's go. Die Tür ist aufgegangen. Ja, mach mal zu, bitte. Hallo? Hallo? Oh mein Gott! Warum? Warum nochmal, Digga? Was ist so? Thanks for playing, das war's? Ich wurde einfach 2-mal erschrocken. Einfach ganz kurz. Es war schlimmer als Slenderman. Ich dachte, das wäre das lustigere Spiel. Ein lustiges Spiel zum Runterkommen. Ah, nice. Nice, Chat. Es war mal ein nice Game, um runterzukommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da und abonniert den Kanal.